Also dieses Antifaschismus als Wert an sich. Wobei, wenn man fragt, werden Sie sich genauso gefragt haben wie ich, was ist eigentlich sozusagen die politische Botschaft des Antifaschismus, ist die, ich bin gegen Faschismus. Ja, da bin ich auch gegen. Aber deswegen bin ich noch lange nicht das, was man sozusagen neudeutsch einen Antifaschisten nennt. Das ist also eine politische Denkrichtung, die so etwa 1930 ihren Weg genommen hat und in der DDR sozusagen Staatsreligion wurde und die beinhaltet, dass alle diejenigen, die nicht meines Sinnes sind, Faschisten sind. Also 1930 war das vor allen Dingen die SPD, die sich vielleicht darauf auch mal besinnen sollte, wenn sie heute sozusagen mit Antifaschisten gemeinsame Sache machen. Es war auch die NSDAP, aber eben nicht in erster Linie, sondern es waren in erster Linie die Sozialfaschisten, sprich die SPD. Jetzt ist es so, dass wir das Kuriosum haben, dass die einzige politische wahrnehmbare Denkrichtung in Deutschland, die sich mit dem Hakenkreuz schmückt, ist der Antifaschismus. Die haben so ein Abzeichen, da ist ein Hakenkreuz mit so einem Riss drin. Es ist verboten in Deutschland. Hakenkreuz ist verboten, als irgendwie nach 100, Paragraph 100 irgendwas. Und Verfassungsfeind, Symbol. Ja, 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 86a, ja. Strafgesetzbuch. So. Das ist also, da wird man bestraft, wenn man das zeigt. Und jetzt machen wir also diese kuriose Ausnahme, dass die einzige Organisation, die mir bekannt ist, oder Organisationsform, die das Hakenkreuz vor sich herträgt, eben diese antifaschistischen Gruppierungen sind. Ich finde das, in gewissem Maße bezeichnend und auch lächerlich, weil die Denkrichtung und die Handlungsrichtung dieser Leute dem Faschismus sehr ähnlich ist. Ich wollte gerade sagen, an sich hat es eine Stringenz, ja. denn wie Sie sagen, das Denken und Handeln ist faschistisch. Es ist Intoleranz, Verhindern anderer Meinungen, und Verhindern anderer Meinungen auch zur Not mit Gewalt. Ja. So, darum geht es. Und diese Leute brauchen natürlich immer wieder die berühmte rechtsextremistische Tat oder die extremistische Gewalttat, die extremistische Terrortat, sozusagen als ein Schluck aus der Medizinpulle. Beispiel. In der letzten Woche lief, ich habe das nicht gesehen, sondern jetzt sozusagen so ein Remake davon gesehen, weil es mir einer zugeschickt hat, Frontal 21. Das ist so ein Sendeformat, ich glaube vom ZDF. Ja. Die sind mir schon aus Jahrzehnten zurück bekannt gewesen als besonders unangenehme Nachrichtenfälscher, so wie ich das meine. Jedenfalls, ich habe das immer empfunden, was da kommt, das muss nicht stimmen und ist auch meist nicht so ganz richtig gewesen. Haben wir beim Thema Russland mehrmals gerade bei der Truppe erlebt. So, und diese Typen haben eine Sendung gemacht, jetzt zum 17 Minuten zum Rechtspopulismus und verschwommen mit Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, schwerste Straftaten, ein Rentner zusammengetreten in der U-Bahn, eine irgendwas Friedliche irgendwie gemeuchelt in München, der andere in Berlin. Das wurde da gezeigt. Ja, diese Videos dazu auch. So, das ging so lange gut, bis Polizisten sich dagegen verwahrt haben beim Sender und haben gesagt, was ihr da zeigt, sind zwar schwerste Straftaten, aber die stammen aus dem Bereich Willkommenskultur. Also es sind die berühmten Zugereisten, die schwerste Straftaten in der U-Bahn in Berlin und in der U-Bahn in München verübt haben. Dabei sind sie videografiert worden, später sind sie festgenommen worden. Es waren Ausländer, die gegen Deutsche vorgegangen sind. Also völlige Wahrheit komplett auf den Kopf. Ja, das ist eine ganz schlimme Fälschung. Ja. Man sieht das natürlich erstmal auf Anhieb nicht, weil dieses Video, also diese U-Bahn-Videos, da sehen Sie solche zuckenden Gestalten und gut und bumm, dann fällt da einer um und ist vielleicht tot, ich weiß es nicht genau. Und der Text dazu ist,
so weit, so, da wird er immer mit so einer, mit so einer Grabesstimme, und da hinten dann läuft so Musik aus Walhall oder sowas ähnliches, jedenfalls kurz und gut, wird dann vorgeführt, was der böse Rechtspopulismus, dann wird als nächstes wird dann gezeigt, Frau Petri oder irgend so einer, was die jetzt anrichten in Deutschland. Und das ist nicht nur sozusagen von der Machart übel, sondern es ist, sie scheuen sich nicht, super Fälschungen in dieses Programm unterzubringen. Und, mit Steuermitteln. Ja, Klammer zu. Ja. Mit meinen Gebühren, über die ich mich jeden Tag, ich habe keinen Fernseher, deswegen ärgere ich mich eigentlich doppelt. Und das wird bei mir abgebucht. Ja.